Habt euch jetzt ausgeraucht, ja? Nein, nein. Alexa, wie kann man das Mofa wieder zusammenbauen? Ja, du hast das auseinandergebaut. Alter, jetzt fällt leider Rotschmoppen. Nein, das lässt du mal schön bleiben. So! Lässt dich nicht retten, oder? Nee. Gut, dass sie es geschafft hat. Ich hab's noch nicht ganz geschafft. Ich hab an meinem Lego-Bike noch zu arbeiten. Aber eins muss man mal sagen, ne? 1A wieder zusammengeschraubt, die Möhre. So, jetzt ist uns allen dreien der Sprit ausgegangen. Aber wem jetzt zuerst? Keine Ahnung. Sollte man vielleicht mal rausfinden. Ja, genau. Welches Mofa braucht am wenigsten Sprit? Meins. Ich hab den größten Tank. Naja, er braucht am wenigsten Sprit, nicht kommt mit dem Tank am weitesten. Ja. Auf dem langen Weg zurück zu einer Tankstelle überlegten wir uns eine Challenge, um den Spritverbrauch zu testen. Aus Fairness und um sicherzugehen, dass Holger nicht schummelt, wurde jeder Tank bis auf die Reserve entleert. Der bescheißt schon wieder. Scheiße. Den Holger, der wird schon wieder bescheißen. Komm raus, dann bist du da. Die Reserve würde drin bleiben und in der Challenge nicht benutzt werden, damit nicht 30 Jahre alter Schmodder und Dreck mit verbrannt werden und das Mofa vielleicht beschädigt wird. Mit deinen Dreckelfingern tust man schön Tank nicht versappeln, verstehst du? Das ist alles schön geputzt. Echt. Guck mal, wie das jetzt aussieht. Ja, doch, Finger weg, dann piss ich auf deinen Blödmöhre da drauf, dein italienischer Scheiß. Wer auch immer es wagen würde, die Reserve doch zu benutzen, Holger, der würde 1000 Minuspunkte bekommen. Wie das dauert. Um auch gleiche Bedingungen zu schaffen, bekommt jeder nicht nur dieselbe Menge, sondern auch denselben Sprit. Du hast doch Modellbausprit da, oder? Komm, hau her. Genau abgefüllte und kontrollierte 250 Milliliter fossilen Brennstoffes bekommt jeder Fahrer in den Tank geschüttet. Naja, ich meine, das ist fossiler Brennstoff. Tote Tiere, Bäume, das kippen wir uns ins Auto oder ins Mofa. Ist doch irgendwie lustig, oder? Jo. Dürfen Veganer eigentlich Auto fahren? Ja, nur so ein Gedanke. Der ist gut. Danach heißt es zurückradeln an den originalen Ort, um keinen Sprit auf dem Weg dahin zu verbrauchen. Was jemanden besonders glücklich macht. Einer muss zählen, die Runden. Wer zählt? Da kenne ich jemanden, der zählt. Okay. Ja. Na, der Producer, wer sonst? Der Producer natürlich, das ist klar. Wie jetzt? Ich muss jetzt schon die Kamera halten. Also, geht doch wirklich zu weit jetzt. Ja, das zählt halt 1, 2, 3, 4. Ja, eins pro Mofa. Wird auch kompliziert. Okay, jeder zählt für sich selber, ne? Ja, aber ich krieg das schon irgendwie hin. Also, irgendwie. Ja, dann geht's los, oder? Fangen wir an, oder? Ja. Mit Anlassen von hier aus. Du weißt doch gar nicht, wo du überhaupt langfahren musst. Nö. Sonntag verlassen das Industriegebiet, diese Straße nach vorne, links abbiegen, ja. Bis da vorne eine scharfe Rechtskurve kommt, weil die Straße nicht mehr weitergeht. Ja. Da ist links auch wieder ein Wendekreisel. Ja, weiß ich, ja. Um diesen Wendekreisel rum, wieder hierher zurück, wieder in diese Straße rein und hier wieder um diesen Wendekreisel rum. Okay, alles das klar. Das ist dann eine volle Runde. Okay, alles klar. Zählt ab hier, wo wir jetzt stehen quasi. Startpunkt und Endpunkt. Hier ist Rundenanfang, Ende immer. Genau. Ne? Okay, alles gut. Erstmal Benzinhahn alle auf, oder? Benzinhahn auf, scheiße. Ja. Genau. So. Ja, dann. Und? Auf die Plätze, fertig, los. Ja.
Okay. Los. Los geht's. Na dann los. Wir haben alle erwartet, dass mit nur 250 Milliliter im Tank jedermann der Sprit schnell ausgehen würde. Aber niemand hat vermutet, dass es so schnell sein würde. Wie? Das kann doch nicht sein. Wir haben doch gerade. Du hast noch nicht mal eine Runde fertig. Wie, du bist schon leer. Das kann doch eigentlich gar nicht sein. Ich weiß nicht. Empty. Ist alle. Nach nicht mal einer Runde. Ja. Ich habe eigentlich gemeint, du bist hier einer der Favoriten. And the winner ist nicht ich. Das kann irgendwie nicht sein. Ist aber so. Hat der Holger wieder geschummelt irgendwie? Oder nee, aber wer hat dann das hingekriegt? Ja, wenn sein Mofa liebt, der Shit, ne? Da ist so Sprit drin. Das gibt's doch nicht. Während Bernie mit seinem Mofa zu kämpfen hat, fahren Ralf und Holger unbehelligt weiter. Und vergessen, welche Challenge das ist? Attacke! Ja! Jetzt werde den Kerl mit seinem Garelli Haufen überholen. Turbogang 30, 32, 35, 38, 40, eine Waffe. Servus! Aha. Die beiden überholen sich mehrmals innerhalb der nächsten zwei Runden. Es ist klar, jemand muss einschreiten und sie daran erinnern, worum es hier geht, wenn sie gewinnen wollen. Bernie ist zwar wieder im Rennen, aber liegt drei Runden zurück, die er leider, wie wir im Drag Race gesehen haben, nicht mit Speed aufholen kann. Er muss hoffen, dass einem von uns beiden vorher der Sprit ausgeht. Schön Sprit sparen. Ah, der Holger kommt! Scheiß drauf! Naja, so wie sie fahren, sollte das wohl kein Problem sein. Die Runden werden weiter abgespult, mit manchen sehr spritsparenden Fahrweisen. So gewinnt man das aber nicht! Und manchen, die es wirklich probieren. Windschatten fahren, spart Sprit. Bei dieser Fahrweise von Ralf ist eigentlich klar, dass ihm der Sprit zuerst ausgehen wird. Die Frage ist nur, wann? Jetzt ist der schon wieder vor mir mit seinem Garelli. Verdammt normal. Der fährt einfach schneller um die Kurven. Aber so wie der hinten rausstinkt, verbraucht er das Doppelte. Bis sechs Runden später das Unvermeidliche passiert. Ralf ist endgültig ausgeschieden. Fast 10 Runden. 9 Runden, 9,5, 9,2 Drittel, 9,3 Viertel Runden. Jetzt ist der Sprit aus. So. Holger ist genauso weit wie ich, bei dem kann es auch nicht mehr lang dauern. Mit alle, ne? Und mit seinem Hauptkonkurrenten ausgeschieden, gewinnt Holger mehr Zuversicht und verliert seine spritsparende Fahrweise.
Fresser viel zu schnell. Holger spielt regelrecht mit seinem langsameren Kollegen. Ja, scheiße. Fuck. Das ist wieder mal typisch, ey. Jetzt kann ich wieder die Abgase riechen, ey. Super. Ganz toll. Der Holger bescheißt, der fährt jetzt schon seine 13. Runde. Vorher ist er so ein bisschen hin und her gezackt, da dachte ich, ihm geht der Sprit aus. Nö. Da kommt er wieder zurück gerade. Holger würde recht behalten. Oder doch nicht? Ich kann ja noch mal gucken, ob ich eine 14. hinkriege. Immer schön Spritfahren fahren. Nur eine halbe Runde später. Holgers Solo nahm seinen letzten Schluck Benzinölgemisch. Er ist raus. Er läuft doch, aber es reicht nicht mehr zum Gas geben, oder was? Ja. Der letzte Schritt in der Schwimmerkammer. Und? Blub, blub, blub. Aus. So, eigentlich fast 15 Runden. So sehen Sieger aus, Jungs. Warte auf den Bernie. Mit seiner Tomate. Wir fahren schon mal. Servus. Nächste Runde. Bernie fährt zwar noch, aber dank seinem niedrigeren Topspeed und seinem Problem in der ersten Runde lag er ganze 3 Runden zurück. Ohne Druck kann Bernie jedoch in seiner Geschwindigkeit zu Ende fahren und hofft, dass sein italienisches Mofa sich noch nicht verabschiedet. Kann er hier seine erste Challenge gewinnen? Sieger! Nein, Sieger! Nö. Er muss schieben. Ei. Schau, wie gut er gelaunt ist. Sieht man nicht. Wer Spaß sein Mo immer. Verliebt, der schiebt. Wer sein Mo verliebt, so. Der schiebt. Ging uns allen schon so. Und du bist der letzte zeitmäßig, dem der Sprit ausging, aber wie viele Runden bist du gefahren? 13,5. Ja. Und du warst nochmal? ja, also ich weiß auch nicht, irgendwie das mit dem, ich glaube, wir haben zu wenig Sprit eingefüllt. Glaub, wie viel bist du gefahren? Ich bin fast 15, 14,5 Runden. Nachweisbar. Ja. Weißt du, was dein Ding, deine Diva, die säuft so viel, deine Italienerin, ne? Ja, mei. Also schlechte. Meine geht besser, trinkt weniger. Also ja, das ist ja immer ein Scheiß, ne? Irgendwie, ja, also bei mir waren es keine 10 Runden. Wahrscheinlich war der Spiegel das Problem, zu viel Windwiderstand. Wollt ihr meinen Solo-Mo verkaufen? Das ist ein guter Preis, ne? Nö. Wir sind mit unseren italienischen Top-Modellen eigentlich sehr zufrieden hier. Also, so nicht. Nee. Saufende, aber, langsame, rührende. Ja, genau. Ja. Aber Jungs, was anderes. Ja. Jetzt ist uns hier überall der Sprit ausgegangen. Wie kommen wir jetzt eigentlich nach Hause? Da hat sich jetzt keiner von euch drüber Gedanken gemacht. Ernsthaft jetzt? Quatsch jetzt, oder? Jetzt keiner von euch Sprit dabei. Bernie, let's walk. Wie denn? Ich habe keinen Flachmann in der Tasche. Hey, wow, einmal mit Profis arbeiten, ohne Scheiß. Das gibt eine Budgeterhöhung hier, aber ganz gewaltig. Sag mal, hast du das letzte Buffet eigentlich mal mitgekriegt? Wann gab's denn das? Das letzte Buffet? Was für ein Buffet? Ja, eben, ne? Ja. Nichts zu trinken, nichts zu essen, kein Sprit. Hast du schon Gehaltsteilung gekriegt? Nee, du?
Nee, gar nichts bislang, ne? Wie, Gehaltszahlung? Ja, ey, wir sind Schauspieler. Schauen wir mal, wir machen das nicht umsonst hier, oder was? Wahnsinn. Oh Gott. Ja, Männer. Ja. Ja, dann müssen wir gehen, ne? Und dann schieben wir mal heim. Ich schieb gar nichts. Ruf mal Produzenten. Warte mal, ich ruf mal ADAC an. Da habe ich eine Schraube, guck mal. Macht ihr super.